Fleisch. Ein Patentantrag auf Schweine. Es geht ganz einfach um die Einforderung von Lizenzen auf geistiges Eigentum. Sind Schweine eine Erfindung oder Allgemeingut? Wem gehört das Schwein? Es geht um die Patentierung, um die Privatisierung von Gensequenzen. Gene auf der Schweine-DNA. Entschlüsselt und beschrieben vom amerikanischen Großkonzern Monsanto. Doch diese Gene gab es schon immer. Wird das Erbe der Natur gebührenpflichtig? Das ist ein sehr großer Geschäftsplan. Darin geht es um Kontrolle. Von Nahrung. Vom Saatkorn bis zum Bissen auf der Gabel. Die brisante Patentschrift soll bald weltweit gelten. Christoph Zimmer, Landwirt aus Schwaben, fürchtet um die berufliche Existenz. Darf er bald keine Schweine mehr züchten, weil deren Erbgut bereits einem Konzern gehört? Mit den Patentanträgen auf Schweinegene reist Christoph Zimmer nun durch Deutschland. Er will andere Landwirte aufrütteln, will protestieren gegen den Ausverkauf von Leben, wie er es nennt. Wie kann denn jemand ein Patent auf Dinge beanspruchen, die es schon gibt? Da kann er gleich ein Patent auf Sonnenlicht beanspruchen oder dass man hier zum Kinderkriegen ein Patent braucht und nicht dann Lizenzgebühren abführen muss. Auch diese Ferkel sind von den Patentanträgen des amerikanischen Agrarkonzerns Monsanto betroffen, glaubt der streitbare Landwirt. Denn die beanspruchten Gene seien keine Erfindung, sondern in fast allen Schweinen bereits vorhanden. Zum Beweis will er Haare für einen DNA-Test. Hier kann man jetzt die Gene untersuchen an der Haarwurzel. Und Monsanto behauptet jetzt, wenn dieses Gen hier vorhanden ist, dann sind die Tiere besonders büchsig, besonders fleischstark. Es ist einfach so, zu wem ich auch gehe, da glaubt mir das nicht. Warum sollte irgendjemand hier kommen können und ein Recht auf etwas geltend machen, das eigentlich schon lange den Landwirten gehört oder der gesamten Gesellschaft gehört? Deshalb denke ich, ist einfach wichtig, dass man sich jetzt auf die Barrikaden stellt und man einfach auch sein Recht an seinen eigenen Tieren hat. Das ist die Existenz von mir und von ganz vielen Landwirten hier in der Region auch. Ein Acker in Schwäbisch Hall ist das nächste Ziel von Bauer Zimmer. Er will Markus Betzelberger und seinen Vater Ernst, die eine Schweinezucht betreiben, über die Patentanträge aus dem fernen Amerika aufklären. Hallo Ernst, hallo Markus. Hallo Christoph. Die Wissenschaftler von Monsanto behaupten in ihrer Schrift, dass bestimmte Gene der Schweine ein schnelleres Fleischwachstum versprechen. Wird das Patent erteilt, könnte Monsanto in Zukunft auch für Tiere der Betzelbergers Lizenzgebühren verlangen, wenn bei denen diese Gene natürlicherweise vorkommen und die Bauern nicht beweisen können, dass die Schweine nicht mit Monsantos patentierten Methoden gezüchtet wurden. Ja, das kann es im Prinzip nicht sein, dass unsere Tiere praktisch der amerikanische Konzern gehören. Und ja, wir im Prinzip die Tiere noch füttern dürfen und halten dürfen, aber die darüber entscheiden dürfen, was mit den Tieren passiert. Monsanto, das Hauptquartier in St. Louis, Missouri. Für die Öffentlichkeit abgeschirmt. Hier entstand die Idee für das weltweite Schweinemonopol. In den Laboren tüfteln Wissenschaftler an immer neuen Patenten. Das Ziel ist die weltweite Vorherrschaft auf dem Feld der Nahrungsmittelproduktion. Jahresumsatz mehr als 4 Milliarden Euro. Bisher vorwiegend mit dem Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen und Saatgut. Diese Oligarchien der Weltkonzerne haben ganz wenige Menschen, ganz wenige Gruppen. Die haben eine Macht heute, wie sie nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst in der Geschichte der Menschheit gehabt hat. Und Monsanto ist einer dieser Weltkonzerne. Sehr effizient übrigens, unglaublich dynamisch, unglaublich vital. Das sind Feudalherren neuesten Types. Monsanto hatte zunächst mit der Herstellung von Insektengiften begonnen. Später wurden die Pflanzen selbst gentechnisch verändert. So konnten sie Monsantos eigene Spritzmittel besser vertragen. Wichtig dabei, alles muss patentierbar sein.
Bei der Patentierung dreht sich alles um Kontrolle. Und Monsanto geht es alles um Kontrolle. Sie sind die Nummer eins unter den Saatgutproduzenten weltweit. Und sie kontrollieren dieses Saatgut durch Patente, durch staatliche Monopole. Das Allgemeingut dieser Welt, das Saatgut, gehört nun vor allem einer Firma. Die amerikanische Patentbehörde USPTO. Hier liegen nun auch die Schweinepatente von Monsanto zur Genehmigung vor. Zu einer Stellungnahme ist man nicht bereit. Die Entscheidung allerdings, ob man das Patent erteilt, könnte wegweisend sein dafür, wie in den anderen 159 Ländern entschieden wird, in denen es ebenfalls eingereicht wurde. Und es bleibt die Frage, ob Lebensformen überhaupt patentierbar sein sollten. Die Patentierung von lebenden Organismen ist in den USA völlig üblich. Ich mache das täglich für meine Kunden. Damit können Firmen wie Monsanto nach einer Schlüsselstelle bei der Versorgung mit lebenswichtigen Ressourcen greifen, nach Kontrolle und Herstellung von Lebensmitteln. Jetzt will man an das Schwein heran, das bisher nicht einmal gentechnisch verändert wurde. Das ist ein sehr weitreichendes Patent, das, wenn es weltweit genehmigt würde, Monsanto eine Kontrolle über einen wesentlichen Anteil aller Schweine garantiert. Und was so besonders bedenklich ist, das Patent ist nicht nur für die Schweine, es schließt auch ihren gesamten Nachwuchs mit ein. Jedes Mal, wenn diese Schweine gebären, ist das eine Patentverletzung, für die man an Monsanto zahlen muss. Im Stall der Wetzelbergers in Schwaben will Christoph Zimmer weitere DNA-Proben nehmen. Auch in Europa werden seit einiger Zeit nicht nur gentechnisch veränderte Organismen, sondern auch Patente auf ganze Lebewesen vergeben, so zum Beispiel Versuchstiere. Jedes dieser Ferkel, in dem Kontrolleure die fettmachenden Genmarker feststellten, wäre dann kostenpflichtig. Wie viele von ihnen sind schon betroffen? Sind es zu viele, mein Zimmer, können die Betzelbergers ihre Zucht dicht machen. Ein paar Schweineborsten für die gute Sache. Nie hatten sich die Bauern über DNA-Strukturen Gedanken gemacht. Jahrzehntelang wurde einfach nur nach Augenschein gekreuzt. Jetzt braucht Christoph Zimmer nur noch ein Labor zu finden, das den Test vornimmt. Kein leichtes Unterfangen, denn allein die Durchführung könnte schon jetzt die Patentrechte des amerikanischen Konzerns verletzen. Im Labor bleibt man lieber anonym, denn Biotechnologiekonzerne wie Monsanto haben schon oft auf Patentverletzungen geklagt. Es geht ums Geschäft und der weltweite Markt für Schweinefleisch wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Danke, die Ergebnisse liegen in circa einer Woche vor. Für Landwirt Zimmer und seine Zunft hängt viel von den Ergebnissen ab. Eine der am wenigsten publizierten Aktivitäten Monsantos mit ihren Patenten ist ihr juristischer Feldzug gegen amerikanische Pharma. Wir haben gerade eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass sie Tausenden von Pharma mit Klagen gedroht haben. Bei Gerichtsprozessen haben sie Millionen Dollar eingestrichen. So ist Monsanto. Da kommen sie mit ihrem riesigen Anwaltsteam, mit all ihrer Macht, jagen einen kleinen Farmer in South Dakota, in Nebraska oder Indiana, dringen auf sein Land vor und lügen. In vielen Fällen lügen sie über das, was er tut oder nicht tut. Oft genug drängen sie ihn sogar aus dem Geschäft. Wir haben das dokumentiert. Wenn es das ist, was sie den Farmern mit ihren Patenten auf Pflanzen antun, stellen sie sich vor, was sie mit ihnen machen, wenn sie die Tiere der Welt auch patentiert haben. Ruiniert und verurteilt. Percy Schmeiser wurde von Monsanto wegen Patentrechtsverletzungen auf mehrere Millionen Dollar verklagt. Auf dem Grund des kanadischen Farmers hatte man patentierte Saatgutgene ausgemacht.
Schmeiser, entschiedener Gegner der Gentechnik, hatte dargelegt, dass die Samen durch Pollenflug von Nachbarfeldern zu ihm gelangt waren. Vergebens. Das vernichtet das Eigentum Dritter, egal ob Biobauer oder konventioneller Farmer wie ich. Niemand sollte das Recht haben, einfach etwas in die Natur zu entlassen, was den Besitz anderer Menschen zerstört. Hier Lizenzen einzufordern, diesen Anspruch erhebt Monsanto, wenn ein Landwirt bewusst diese Technologie und das geistige Eigentum missachtet. Heartland, USA. Hier entscheidet der Konzern selbst, welcher Farmer vor Gericht gehört. Landwirte, die bei Monsanto kaufen, müssen einen Vertrag unterschreiben, der die Art und Weise des Anbaus genau regelt und der ihm verbietet, die eigene Ernte als Saatgut wiederzuverwenden. Außerdem verpflichtet er sich jedes Jahr aufs Neue, teuer einzukaufen, und er muss jederzeit Kontrollen auf seinem Land zulassen. Jeffrey Smith, Publizist und Umweltaktivist, sammelt Material gegen die Monopolpolitik des Konzerns. In Iowa besucht er Dean Chambers. Der Farmer berichtet, dass viele Kollegen lieber gleich die teure Monsanto-Technologie einkaufen, als sich zu wehren. Der Anbau von herkömmlichen Pflanzen, die nicht gentechnisch verändert wurden, sei praktisch unmöglich geworden, berichtet er. Ich bin umzingelt von gentechnisch verändertem Mais. Da könnte ich jederzeit meine Ernte verlieren, weil sie von außen kontaminiert wird. Und dann könnte ich verklagt werden von Monsanto. Das ist doch irrsinnig. Kritiker sprechen von gezielter Kontamination. Tatsache ist, eine dramatische Vermischung findet bereits statt. Dabei sind die Risiken der neuen Gentechnik für Umwelt und Verbraucher völlig ungeklärt. Sie haben gesagt, PCBs sind sicher. Es stimmte nicht. Sie haben gesagt, Agent Orange ist sicher. Es stimmte nicht. Und jetzt sagen Sie, Gentechnik ist sicher. Und es stimmt wieder nicht. Pflanzengifte waren gestern. Monsanto erfindet sich neu, dank der Biotechnologie. Das offizielle Credo lautet Nahrung, Gesundheit, Hoffnung. Im Hauptquartier hat man ehrgeizige Ziele. Monsanto kam zur Arthur Anderson Unternehmensberatung. Dort fragte man, wo der Konzern stehen solle in 20, 30 Jahren. Die Antwort war, wir wollen die weltweite Nahrungsversorgung kontrollieren. Bill Witherspoon, ein ehemaliger Manager aus der Gentechnikbranche, wurde auf einer Konferenz in San Francisco 1999 Zeuge des ambitionierten Masterplans, vorgetragen von einem Unternehmensberater. Der Berater glaubte, dass Monsanto durch die Kontrolle von geistigem Eigentum, also von Patenten, weltweiter Kontrolle von Patenten, sich keine Sorgen über Marktanteile machen müsste, weil es dann keine Anteile mehr gäbe zum Teilen. Also handelte der Vortrag davon, wie man den Wettbewerb ausschließen könnte. Denn das ist notwendig, wenn man so etwas Fundamentales beherrschen will wie die Nahrungskette. Es ging nicht nur um ein Stück vom Kuchen, es ging darum, das Ganze zu besitzen. In Deutschland ahnen die Landwirte nichts davon, wie weit die Patentzugriffe des Konzerns gehen sollen. Christoph Zimmer ist trotzdem beunruhigt. Die ersten Laborergebnisse liegen vor und sie sind alles andere als ermutigend. Auf dem Hof von Manfred Horlacher, der eine besonders alte Schweinerasse züchtet, will er weitere Tests durchführen. Beim Werner und beim Frieder, da haben wir auch schon untersucht. Und da haben wir festgestellt, dass bis zu 75% von den Schweinen diese Gene enthalten haben, auf die Monsanto da das Patent erhebt.
Komm. Nicht ganz einfach, so eine Haarprobe. Als wolle die clevere Sau ihr genetisches Geheimnis um ihre fette Statur partout nicht preisgeben, lässt sie sich nicht locken. Ja. Da hilft nur etwas Sojamehl. Da kommen die Hübschen. Ja, einwandfrei. Ich hab hier die Haarprobe. Auch auf dem Horlacher Hof liegt Ihnen das Schweinepatent von Monsanto schwer im Magen. Ich denke, dass das nur ein Grund sein kann, um diese Landwirte abhängig zu machen von dem Konzern, wie es ja dann auch in dem Bereich Getreide oder Mais ja schon passiert, dass die Leute das Saatgut ausschließlich von Monsanto beziehen müssen, das Spritzmittel, das Düngemittel und so weiter, und in eine totale Abhängigkeit kommen. Wenn die pro Sau oder Ferkel, wo ein Stall verlässt, Gebühren kassieren können, ist das eigentlich eine Einnahmequelle, wo kein Ende findet. Ne? Entweder muss der Landwirt aufhören oder wenn er nicht aufhören will, dann muss er diese Gebühren bezahlen. In den USA und auch in anderen Ländern häufen sich Meldungen, dass es Probleme mit der Gentechnologie gibt. Ernteausfälle, Schädlinge kehren zurück und Allergien werden beklagt. Monsanto hat in neuere Verträge eine Klausel eingearbeitet, die es Landwirten untersagt, den Konzern zu verklagen, sollte das genmanipulierte Saatgut versagen. In einigen US-Bundesstaaten schildern Farmer, die ihre Schweine ausschließlich mit Genmais oder Soja füttern, einen rätselhaften Rückgang der Fruchtbarkeit bei ihren Tieren. Umweltaktivist Jeffrey Smith vermutet Zusammenhänge zwischen dem Versuch Monsantos, groß in die Schweinezucht einzusteigen, und den vermeintlichen Problemen bei der Verfütterung von Genfutter. Hallo, hier ist Jeffrey. Ich habe gerade Rückmeldungen bekommen aus New York von jemand, der Rasseschweine züchtet. Die haben auch Probleme, Ferkel zu werfen, nachdem sie mit bestimmten Sorten von genverändertem Mais gefüttert wurden. Und dann gibt es noch die Leute aus Harlan, Iowa, die das Gleiche berichten. Also da haben wir ein kompliziertes Puzzle, das es zu lösen gilt. Offensichtlich sollte ich Sie mal besuchen in Iowa. Ist gar nicht so weit. Jeffrey Smith will sich selbst ein Bild machen auf dem Hof von Leland Kaufman, der vor kurzem seine eigene Schweinezucht aufgeben musste. Die Tiere, die er jetzt noch hält, kauft er von einem Großbetrieb. Jahrelang konnten wir nicht feststellen, wo diese Fruchtbarkeitsprobleme herkamen. Wir sind zum Tierarzt, haben da $1,000 ausgegeben und da $1,000. Doch niemand konnte sagen, was da los war. Zum Schluss haben wir aufgegeben. Für einige Jahre hatten wir zu 100% genveränderten BT-Mais angepflanzt. Wir haben nicht eins und eins zusammengezählt, bis wir anfingen, die fallenden Geburtenraten der Schweine mal abzugleichen mit dem Zeitpunkt, zu dem wir begannen, zu 100% BT-Mais anzubauen. Es stimmte genau überein. Wir können es nicht beweisen, aber es ist schon merkwürdig übereinstimmend. Als wir aufhörten, war die Geburtenrate auf 30% runter. Das waren tausende Dollars Verlust. Ich habe es nie ausgerechnet. Es ist ja auch nie zu einem Prozess gekommen. Wir haben schon genug Geld verloren mit dem Geburtenrückgang. Es bringt nichts mehr, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie sich das Ganze auf den Menschen auswirkt? Wer weiß das schon? Und die großen Konzerne wollen uns das wohl auch gar nicht erzählen. Also, wer ist jetzt das Versuchskaninchen? Who's the guinea pig now?
Wenn Sie ein neues Gen einfügen, kann sich die DNA völlig neu ordnen, kann Gene löschen oder anschalten. Es können Mutationen entstehen, die zu Allergien führen, zu Giftstoffen, neuen Krankheiten oder Ernährungsproblemen. Tatsächlich berichtet Kirk Acevedo, ein ehemaliger Monsanto-Verkaufsmanager, von einem Gespräch mit einem Wissenschaftler des Konzerns. Ihr Thema: völlig neue Proteinmuster, die bei einem Feldversuch mit gentechnisch veränderter Baumwolle auftraten. Er sagte mir, wenn wir die normale Pflanze betrachten und daneben die neue gentechnisch veränderte, dann sind da mehrere neue Eiweiße, nicht nur eines. Das ist ein ganzes Spektrum. Ich war besorgt. Ich hatte mich gerade mit Prionenerkrankungen beschäftigt, wie BSE, das auch durch Eiweiße verursacht wird. Also sagte ich, sollten wir alles Saatgut vernichten aus diesen Versuchen? Er entgegnete mir, oh nein, wir werden das verfüttern, wie immer. Wie kann man etwas in die Nahrungskette einbringen, das brandneue Proteine in sich trägt, die wir gerade erst erschaffen haben und über die wir überhaupt nichts wissen? Von Monsanto bekam ich zu hören, das tun wir überall. Das werden wir auch hier machen. Imagine. Stell dir vor, lautet ein anderer Werbeslogan des Biotech-Konzerns. Stellen wir uns vor, die Nahrung, mit der Monsanto die Welt versorgen will, sei nicht sicher. Was dann? Der junge Manager Acevedo, der seinen Job mit viel Idealismus angetreten hatte, wurde schnell über die wichtigsten Ziele aufgeklärt. Als ich nach St. Louis kam und über all diese Ideale sprach, nahm mich einer der Vizepräsidenten beiseite und sagte mir, Junge, hier geht es nicht um die gute Sache. Hier geht es vor allem um Geld. Von St. Louis aus, früher das Tor für die Siedler-Trecks gen Westen, soll die amerikanische Gentechnik als patentierbare Technologie die ganze Welt erobern. Ressourcensicherung steht auf dem politischen Speiseplan ganz oben und deshalb gelang es schnell, Genehmigungen für die neuen Produkte durchzudrücken. Die Losung hieß Kooperation mit Regierungen und Genehmigungsbehörden. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Was bedeutet Kooperation? Das bedeutet, eine Hand wäscht die andere. An den Schalthebeln der Macht platziert Monsanto immer wieder Mitarbeiter in einflussreichen Positionen. Durch die Drehtür in Washington wechseln Konzernleute in Zulassungsbehörden und später wieder zurück auf gut dotierte Vorstandsposten. Anfang der 1990er Jahre spielte sich hinter den Kulissen der Hauptstadt ein besonderer Skandal ab. Es ging um nichts weniger als um die Grundsatzentscheidung, ob man genveränderte Organismen überhaupt für die Nahrungsmittelproduktion zulassen sollte. Mehrere Prüfer der FDA, der Behörde für Lebensmittelsicherheit, äußerten nach Studium der Testergebnisse große Bedenken. Die Papiere, in denen sie ihre Sorgen äußerten, wurden jedoch zurückgehalten, wie dieses eines kritischen FDA-Experten. He said that they believed it presented unique animal and human food safety concerns. Er schrieb, dass sie glaubten, dass einzigartige Sicherheitsbedenken für Mensch und Tier bestünden. Das waren seine Worte. Einzigartige Sicherheitsbedenken für Mensch und Tier. Er betonte, dass nur eine kleine Änderung in der Zusammensetzung einer Pflanze dazu führen könnte, dass es zu großen Problemen bei Ernährung und Verdauung eines Nutztieres kommen kann. Und dann für den Menschen, der entweder die Eier, die Milch oder das Fleisch dieses Tieres konsumiert. Deshalb dachten sie, man müsse das alles genau testen. Diese Tests fanden niemals statt. Genauso wenig wie die Veröffentlichung der kritischen FDA-Memos. Monsanto hatte unterdessen einen eigenen Mann in der Behörde untergebracht. Die Gentechnik bekam grünes Licht. Denken Sie daran, sie wurden geführt von Michael Taylor. Er hatte zuvor als Anwalt für Monsanto gearbeitet und war in die FDA gebracht worden, um diese Politik umzusetzen. Die FDA-Vorgesetzten entschlossen sich, die Aussagen ihrer eigenen Wissenschaftler zu vertuschen, sie der Öffentlichkeit vorzuenthalten und stattdessen das Gegenteil zu behaupten. Das ist einer der größten Betrugsskandale, die jemals von einer Regierung begangen wurden.
Der aktuelle US-Präsident fordert, die Weltarmut müsse bekämpft werden mit amerikanischem Genfood. Zur Freude der Biotech-Firmen. Es gab sogar Gelächter bei einem Mittagessen über die Bemerkung, wie sehr das doch den Armen dieser Welt helfen würde. Das war ein zynisches Lachen und Feixen. Zur Rettung eines hungernden Kontinents fordere ich die Europäer auf, beenden sie ihren Widerstand gegen die Biotechnologie. Das Konzept, dass genveränderte Lebensmittel gebraucht würden, um die Welt zu ernähren, ist nicht nur eine furchtbare Lüge, es bewirkt sogar das Gegenteil. Zunächst erweckt es den Eindruck, dass Produktivität der Schlüssel dazu ist, die Welt zu ernähren. Dabei haben wir mehr Nahrung als jemals zuvor und dennoch sterben 30.000 Menschen jeden Tag an Hunger. Also es geht nicht um Produktion. Zweitens, genverändertes Saatgut steigert nicht die Ernte, es vermindert sie bislang. Das Ganze ist eine Public Relations Idee und soll denen ein schlechtes Gewissen bereiten, die gegen die Technologie sind, nach dem Motto, wie kann ich dagegen sein, den Hungernden zu helfen? UN-Sonderberichterstatter Jean Ziegler schildert, wie auf höchster politischer Ebene Widerstände gebrochen werden sollen. Monsanto totale Aggressivität, auch diffamierend, über natürlich ihre Leute in der amerikanischen Regierung, das habe ich erlebt. Ich wurde dann in der Generalversammlung in New York im November vom amerikanischen Botschafter sich am Sief ganz massiv angegriffen, beschimpfen, gesagt, ich bin verantwortlich für die Hungertoten in Sambia. Ziegler hatte zuvor kritisiert, dass Monsanto unter dem Deckmantel von Hilfslieferungen Gensaaten in das afrikanische Land einführen wollte, trotz eines dort geltenden Verbots. 75% der Bevölkerung, vor allem in Schwarzafrika, leben im Elend. Wenn dazu noch die Finanzknechtschaft der Patentmogule käme, dann wäre es um diese Völker geschehen. Sie sollen am vorläufigen Ende der Patentkette stehen. Die Ferkel mit dem besonderen genetischen Fleischfaktor. Landwirt Christoph Zimmer hat sich in Tracht gekleidet und macht mobil. Mit Kollegen und Greenpeace vereint zieht er vor das Europäische Patentamt in München. In den USA haben Schweinezüchter wie Jerry Rossman andere Sorgen. Umweltaktivist Jeffrey Smith will sich seiner annehmen, denn Rossman hat seine gesamte Schweinezucht verloren. Er glaubt, dass das mit dem Futter zusammenhing. Jahrelang hatte er ausschließlich genveränderten Mais an seine Tiere verfüttert. Die Sauen waren praktisch steril, hatten dreimal hintereinander keinen Wurf. Sie hatten Scheinschwangerschaften oder gebaren nur Flüssigkeit. Was auch immer. Es gab null Ergebnis bei 100% Einsatz. Was war die Folge von all dem? Das Endresultat war, ich konnte die Rechnung nicht mehr bezahlen und die Kredite auch nicht. Wir haben mindestens $1 Million verloren mit der Sache. Ich habe meine Farm und meine Existenz verloren. Der ehemalige Schweinefarmer erzählt ihm, dass seine Versuche, das Genfutter untersuchen zu lassen, massiv behindert wurden. Ich bin absolut entsetzt über die Behandlung durch alle Behörden, egal ob auf Bundesebene oder Landesebene. Man hat versucht, das unter den Teppich zu kehren. Die Saatgutfirma meinte, wir ignorieren Jerry Rossman, bis er verhungert. Verschwindet! Dann wird sich das Problem erledigen. Nicht nur bei Monsanto. Weltweit beschäftigen sich Genforscher mit dem Schwein. Der Münchner Professor Eckhard Wolf beobachtet zudem seit 10 bis 15 Jahren einen signifikanten Rückgang der Fruchtbarkeit bei Schweinen und Kühen.
Genau seit der Zeit, seit der sie immer mehr genmanipuliertes Futter bekommen. Hält er etwa im Falle Rosman zum Beispiel den Genmais für mitverantwortlich? Es hängt natürlich davon ab, in welcher Weise dieser Mais gentechnisch verändert ist. Aber wenn es sich beispielsweise um BT-Mais handelt, der trägt ja ein Gen, was gegen einen Parasiten letztendlich wirksam ist, könnte ich jetzt keinen direkten Zusammenhang zur Fruchtbarkeit mir vorstellen. Wolfs Forschungen werden von der Industrie mitfinanziert. Auch die deutsche BASF erhofft sich, genau wie Monsanto, ein lukratives Patent. Der Genforscher kann sich nicht vorstellen, dass für den Geburtenrückgang der Schweine unbekannte Eiweißverbindungen in Genfutterprodukten verantwortlich sind. Es ist sicher nicht vollständig auszuschließen. Auf der anderen Seite denke ich, dass beim Monitoring solcher neuen Sorten auch Proteinmuster natürlich erfasst werden. Genau das aber passiert nicht immer. Wir erinnern uns an Ex-Monsanto-Mitarbeiter Acevedo, der berichtet, dass Produkte mit völlig unbekannten Eiweißverbindungen in die Nahrungskette gelangten. Monsanto präsentierte das erste gentechnisch veränderte Hormon für Tiere, das Bovine-Wachstumshormon. Heute wissen wir, dass ihre Teststudien manipuliert waren. Um zu zeigen, dass das Hormon nicht die Fruchtbarkeit der Rinder stört, brachte man Tiere ein, die bereits vor dem Test schwanger waren. Oder man erhitzte die Milch 100-mal stärker als normal, um Hormonspuren darin zu zerstören. Die Einführung des Hormonpräparates, das Milchkühe ergiebiger machen soll, zeigt, unter welch massivem Druck die neuen Produkte auf den Markt gebracht werden. In Washington trifft sich Jeffrey Smith mit einem ehemaligen Prüfer der Zulassungsbehörde FDA, Richard Burroughs. Der Mann ist ein echter Patriot, seine Kinder dienen in der US-Armee. Er hatte sich geweigert, erfährt Smith, das Genprodukt zuzulassen, da der Prüfer die Testreihen von Monsanto ungenügend fand. Sie hatten immer Zugang zu einer höheren Ebene, um sich zu beschweren. Ich glaube, ich war das Haupthindernis. Denn ihre Studien hatten mich nicht überzeugt und ich hatte diese Zusatzuntersuchungen gefordert. Also schien es leichter, mich loszuwerden, als diese neuen Tests zu machen. Und das Ganze war billiger. Irgendwo in der Kommandokette hat man auf das Geld und die Macht gehört. Einfacher, mich loszuwerden und die Produkte zu behalten. Sie haben mich aus der Untersuchung genommen und dazu gesagt, du bist gefeuert. Auch die Presse wird behindert. Für Fox News recherchiert die bekannte Reporterin Jane Acree über die Nebenwirkungen des Rinderwachstumshormons, wie zum Beispiel Euterentzündungen und Eiterrückstände in der Milch. Wir fanden einen Unterschied in der Milch. Selbst Monsantos Studien zeigen das. Es kommt zu einem Abfallprodukt namens IFG1. Ein besonders starkes Wachstumshormon. Das hat man auch bei Müttern gefunden. Es hilft Babys zu wachsen. Es hilft allen Zellen zu wachsen. Es hilft auch Krebszellen zu wachsen. Am Freitag vor der für Montag geplanten Ausstrahlung mit dem Titel »Das Geheimnis in eurer Milch« schickte Monsanto den ersten heftig formulierten Protestbrief an den Sender, wo es hieß, stoppen Sie den Bericht. Ihre Reporter sind Idioten und die Quellen sind falsch. In einem zweiten Brief wurde gedroht, wenn das gesendet würde, hätte das schlimme Konsequenzen für Fox News. Die Reporterin wird zurückgepfiffen. Ihre Vorgesetzten entscheiden, dass der Bericht mit Anwälten von Fox News und Monsanto überarbeitet werden muss. Die Anwälte sagten, sagen Sie einfach, was Monsanto hören will, egal was Sie gefunden haben. Und benutzen Sie nicht das Wort Krebs. Das Ganze endete in einer 8-monatigen Überarbeitung mit 83 verschiedenen Versionen. Unglaublich, niemand macht sowas. Das Endresultat war, sie haben uns gefeuert, bei der ersten Gelegenheit, die der Vertrag bot. In den USA ist das Mittel immer noch auf dem Markt. Und auch die Schweine fressen heute weltweit vorwiegend Futter aus genveränderten Pflanzen. Lastwagen mit Gen-Sojamehl rollen rund um die Uhr, wie hier im Hafen von Fredericia in Dänemark. Der Unternehmer Per Diege importiert das Tierfutter aus Argentinien. Er wurde jetzt wegen Patentrechtsverletzungen verklagt von Monsanto.
In Argentinien hatte der Biotech-Konzern zwar nach bewährtem Muster erst seine Genpflanze im großen Stil eingeführt, hatte dann jedoch kein Patent und auch keine Lizenzgebühren bekommen. Da man in Europa eines besitzt, will man hier nachkassieren. Die dänischen Importeure sind entsetzt und weigern sich zu zahlen. Sie sehen sich als Spielball in einem wirtschaftspolitischen Machtkonflikt. Das argentinische Patentrecht lässt die Patentierung von gentechnisch veränderten Organismen nicht zu. Und das Land will sich selbst politischem Druck aus Nordamerika nicht beugen. Wir kaufen die Produkte, die am preiswertesten sind. Dabei hat es für uns überhaupt keine Vorteile, wenn die Futtermittel gentechnisch verändert wurden. Im Gegenteil. Eigentlich würden wir lieber genetisch nicht veränderte anbieten, doch die gibt es weltweit kaum noch. In den USA sind bereits 95%, in Brasilien 70%, in Argentinien nahezu 100% genverändert. Eine Garantie über gentechnikfreies Sojamehl ist wegen des enormen Aufwandes einfach zu teuer. Wer das tun will, ist heute nicht mehr wettbewerbsfähig. Länder, in denen das Pflicht ist, wie Schweden und Norwegen, mussten aus der großen Schweinezucht längst aussteigen. Der dänische Importeur weiß, die Durchsetzung ganzer Regionen mit Gensaaten ist unumkehrbar. Und es bleibt die Furcht, dass sie obendrein auch noch den Gerichtsprozess gegen Monsanto verlieren werden. Auf dem Weg zur Schlachtbank, vollgepumpt mit genetisch verändertem Futter. Das Fleisch muss später nicht einmal gekennzeichnet werden. Die Langzeitfolgen für den Verbraucher sind nicht abzusehen. Aber die Absicht von Monsanto ist klar formuliert: ein Patent auf Schweinegene. Und was kommt dann? Werden Risiken zukünftig vermieden? Firmen wie Monsanto haben etwas anderes vor. Sie wollen nicht ihre Technologie der Natur anpassen. Sie versuchen, die Natur ihrer Technologie passend zu machen. Vielleicht kann man die Schweine auch genetisch manipulieren. Vielleicht funktionieren sie dann besser. Da kann man dann ein geschlossenes Monopol aufbauen. Diesen Schweinen soll weder Genfutter verordnet werden, noch sollen ihre Nachkommen später genetisch verändert werden, hofft ihr Züchter. Also wir schauen jetzt bei der Luise, das ist eine unserer ältesten Tiere hier, mit einer ganzen Herde Ferkel. Und bei der wollen wir uns auch mal schauen, ob an diesem altangestammten schwäbisch-hessischen Schwein aus einer alten Linie auch diese Gene mit drin vorkommen. Christoph Zimmer traut sich an die eigenen Schweine. Lange hatte er sich bei ihnen schwer getan mit dem Test auf die Genmerkmale, die Monsanto im Patentantrag für sich beansprucht. Monsanto ist nicht allein. In Laboren rund um den Globus tobt der Wettstreit um patentierbares Schweineerbgut. In Dänemark ist man dank chinesischer Hilfe schon sehr weit, auch in Deutschland. Gelänge es durch ein weitreichendes Patent, die Schweinezucht zu kontrollieren, könnte man ganz legal damit beginnen, auch die Tiere gentechnisch zu verändern. Etwas, was Monsanto bei Pflanzen vorgemacht hat. Ein Albtraum für Naturschützer, eine lukrative Vision für Industrie und Genforschung. Man kann sich durchaus vorstellen, dass man analog zur Pflanzenbiotechnologie auch für die tierische Produktion eben fremde Gene in Tiere einschleust. Kleine Schönheitsfehler der Natur einfach ausbessern zur Produktionssteigerung und am Ende kommt das Superschwein. Ich glaube nicht, dass es das Superschwein geben wird. Es wird möglicherweise mehrere Superschweine geben, die eben entsprechend den jeweiligen Produktionsbedingungen und auch den Anforderungen der Märkte optimal produzieren können. Wäre da nur nicht das Problem mit dem Rückgang der Fruchtbarkeit bei Schwein und Rind? Genforscher Wolf, der nicht an die Ursache durch genverändertes Futter glaubt, hat nun ein neues Experiment mit Kühen gestartet. Die Kiki trägt ein zusätzliches Gen, das ursprünglich aus einer Qualle kommt. Dieses Gen kodiert für ein grün fluoreszierendes Protein oder abgekürzt GFP. Wenn wir sie jetzt bei Dunkelheit mit blauem Licht anleuchten würden, wird sie tatsächlich eine grüne Schnauze haben.
Für uns ist die Kiki deswegen interessant, weil wir von ihr Embryonen erzeugen können, die ebenfalls grün fluoreszieren. Und diese Embryonen können wir dann in einem sehr frühen Stadium im weiblichen Geschlechtstrakt lokalisieren und können so Wechselwirkungen zwischen dem Embryo und dem Muttertier sehr gut untersuchen. In den USA hat Umweltaktivist Jeffrey Smith von einem anderen Experiment gehört. Deshalb fährt er noch einmal zu Jerry Rossman, dem ruinierten Schweinefarmer. Rossman hadert mit sich selbst und damit, dass er den Versprechungen der Futterhersteller geglaubt hat. Ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Ich war immer für Technologie zu haben. Bereit, immer alles für die Farm zu tun, was man uns sagte, was wir tun sollten. Aber sie haben gelogen. Sie haben gesagt, diese Produkte sind sicher. Dabei weiß ich, es wird kaum getestet. Und jeder, der mit einem Problem kommt, wird zurechtgewiesen. Null Kooperation. Da hört man am Ende nur, mach, dass du wegkommst. There's absolutely no cooperation other than to bury them in paper and make them go away. Jetzt testet Rossman selbst, ohne fremde Hilfe. Etwas von dem genveränderten Mais, den er verstecken konnte, verfüttert er in bestimmten Zeitabständen an ein paar Rinder. And these animals 4 years ago were sterile. Vor 4 Jahren waren diese Tiere unfruchtbar. Dann haben wir ihnen diesen Mais weggenommen und normales Gras verfüttert. Und sie hatten wieder Nachwuchs. Letzten Winter begann ich das Experiment und ich habe ihnen wieder den problematischen Reis gegeben. Die 3 Kühe gebären nicht und der Bulle ist steril. Und das, nachdem er 90 Tage den Mais bekam. Nächste Woche werde ich den Mais wieder absetzen und höchstwahrscheinlich wird der Bulle bald fruchtbar sein und die Kühe im nächsten Jahr wieder kalben. So versuche ich Beweise zu finden mit meinen eigenen Testreihen. Die ganz kleinen Züchter werden bis auf wenige Ausnahmen in der Tat wahrscheinlich aussterben. Nur ein paar Konsortien werden wohl weltweit als Sieger aus dem Kampf ums Schwein hervorgehen. Das fürchtet auch Christoph Zimmer. Doch solange es geht, will er ihnen das Leben schwer machen. Es geht ins Testlabor. Hier wird sich herausstellen, ob auch seine eigenen Tiere von dem Patentantrag Monsantos betroffen sein könnten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Varianten, die in dem Patent beschrieben sind, schon jetzt in der Natur vorkommen. In ihrer Herde finden wir alle 3 möglichen Varianten, TET, CT und CC. Könnte ich dann hinterher bei Ihnen im Labor beweisen, dass ich nicht nach der Methode von Monsanto gezüchtet habe? Das ist der springende Punkt, das geht nicht mehr. Die Nachkommen der getesteten Tiere sind nicht zu unterscheiden von den Tieren, die Sie hier schon in Ihrer Herde haben. Der Landwirt kann nur noch hoffen, dass die Patentanträge abgelehnt werden. In Deutschland. Weltweit hat die Monopolisierung der Ressourcen längst begonnen. Als wenn mich das jemand gefragt hätte, vor 5 oder vor 10 Jahren, hätte ich gesagt, das ist unmöglich. Wie kann sich jemand einen entsprechenden Anspruch bloß herausnehmen? Wenn wir uns jetzt aber anschauen, in welchen Abhängigkeiten gerade in den USA die Farmen schon sind von diesem Konzern, dann ist es nicht mehr etwas, worüber man lachen kann, sondern dann ist das wirklich zum Heulen.